Hallo zusammen, ein neues Video von mir. Ihr könnt es sehen, ich bin ungeschminkt. Das bedeutet, es gibt wieder einen Haul mit Ausprobieren. Und es sind einige Sachen, die ich gekauft habe. Ich möchte aber nicht alles benutzen. Und ich muss auch dazu sagen, es ist diesmal kein First Impression Video, weil ich das Video schon mal abgedreht habe. Mir das aber viel, viel zu lang war. Und deswegen habe ich natürlich alle Sachen schon probiert und es gibt eben auch Produkte, zu denen ich ein einzelnes Video machen will. Deswegen werde ich nicht auf alles so spezifisch eingehen, aber da kommen wir im Laufe des Videos zu, sonst wird das viel, viel zu lang. Zum einen habe ich mir erstmal von Clinique ein Set gekauft und zwar ein Gesichtspflegeset. Clinique hat ja öfter mal solche Sets zu einem super günstigen Preis eben im Angebot. Und ich hatte es in einem Aufgebrauchvideo erwähnt. Ich hatte ja ein Pröbchen von der Moisture Surge Creme. Und die fand ich so gut, dass ich mir dachte, die muss ich auf jeden Fall haben. Und es gab diese eben in einem Set mit 50 Millilitern, also der große Pot. Dazu gab es dann eine kleine Augencreme, und zwar die All About Eyes, die ja auch super bekannt ist auf YouTube, super beliebt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich in den ganzen Jahren diese Creme noch nie ausprobiert habe und deswegen freue ich mich, dass in diesem Set eben so ein 5 Milliliter Pöttchen als Probe sozusagen dabei war. Und dann war noch eine 30 Milliliter Clinique Overnight Mask eben drin. Das ist eben eine Creme, die man abends benutzen kann, eben als ganz normale Nachtpflege oder auch als Maske. Das heißt, dicker auftragen, einwirken lassen und dann den Überschuss eben abnehmen. Und ja, dieses Set gab es eben zum Preis von der normalen Pflege eben zu der Originalgröße. Und dazu gab es dann noch ein Täschchen, was ich aber schon weggeräumt habe. Aber das Ganze kam in so einem riesen Karton. Also zugegebenermaßen war ich ein bisschen erschrocken über diese riesen Verpackung für diese drei Produkte. Aber so könnt ihr dieses Set eben nochmal sehen. Und das Ganze hat um die 27 Euro gekostet. Also natürlich ein schönes Set für mich jetzt. Die Verpackung allerdings, muss ich sagen, finde ich ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich. Fange ich erstmal an tatsächlich mit den Augen. Ich werde erstmal meine Lidschattenbase, den Maybelline Color Tattoo in der Farbe Creme de Nude auftragen. Dazu hatte ich ja schon meine Meinung geäußert. Ich werde ihn trotzdem aufbrauchen, weil ich ihn jetzt natürlich habe und ja, ich ihn jetzt auch nicht wegschmeißen will oder so. Das Ganze werde ich setten mit dem NYX HD Finishing Powder. Und ich nehme dann Tesafilm und werde mir das eben ans Auge kleben. Um meine Augen heute zu schminken, werde ich drei neue Pinsel verwenden. Und zwar habe ich mir Pinsel bestellt von Morphe, und zwar war Beauty Bay. Ich habe mir drei Lidschattenpinsel bestellt, einen Puderpinsel bestellt und auch einen Highlighterpinsel bestellt. Die werde ich euch auch noch in diesem Video zeigen. Ich kann euch aber schon mal sagen, dass ich mir dann noch vier weitere Pinsel von bestellt habe und deswegen dachte ich mir, okay, zu diesen Pinseln werde ich ein ausführliches Video machen, wenn die anderen eben angekommen sind. Deswegen gehe ich auf die Pinsel jetzt nicht näher ein. Da wird, wie gesagt, ein gesondertes Video zu kommen und dann kann ich euch auch mehr zu den Pinseln auf jeden Fall sagen. Ich benutze diese aber jetzt und fange an mit dem E23. Das ist so ein fluffiger Blendepinsel. Und ich habe natürlich auch eine neue Lidschattenpalette, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar von Violet Voss, die Pro Eyeshadow Palette in der Bezeichnung My Holy Grail. Vielleicht habt ihr von dieser Palette schon gehört. Auch diese gibt es bei Beauty Bay und das ist eine sehr, sehr schöne Palette, die doch sehr, sehr rötlich neutral angehaucht ist. Ich habe diese Palette schon benutzt, ich habe sie auch schon etwas länger und wenn euch das interessiert, werde ich dazu gerne ein gesondertes Video machen. Hinterlasst mir das einfach dann in den Kommentaren, dann würde ich dazu eben nochmal eine ausführliche Review machen. Und ja, ich habe mich hauptsächlich an diesen rötlichen Farben natürlich bedient, weil das wunderschöne Farben sind und ja. Fange jetzt einfach mal an und zwar brauche ich erstmal eine Farbe für die Lidfalte direkt und da nehme ich die Farbe Transition und ich hole euch ein bisschen näher, damit ihr das auch besser erkennen könnt. Und das ist eben dieser Ton hier.
eben eine Farbe, die man gut als Blendefarbe benutzen kann. Und werde diese eben jetzt erstmal großzügig in die Lidfalte geben. Mit demselben Pinsel gehe ich dann in die Farbe Are You Kidding Me? Das ist im Prinzip ein ähnlicher Ton, halt nur so ein, zwei Nuancen dunkler, mit dem gleichen Pinsel, und gebe auch diesen in die Lidfalte und drücke den Pinsel ein bisschen stärker in die Lidfalte rein und versuche das Ganze eben nicht mehr ganz so weit nach oben zu ziehen. Das kennt ihr von mir. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich dann in die Farbe Sanx Latte. Das ist einfach so ein Beige-Ton, ein heller Beige-Ton in Matt. Mit dem gleichen Pinsel ruhig, gehe da ordentlich rein und verblende damit die obere Kante. Dann wechsle ich den Pinsel zu einem Morphe E30. Das ist ein sehr, sehr großer, paddelförmiger Pinsel, sage ich mal. Ähnlich von der Form wie ein MAC-Pinsel oder eben dieser E25 von Sigma, aber ihr könnt erkennen im Vergleich, um einiges größer. Im Prinzip ein guter Pinsel, um Farbe auf das komplette bewegliche Lid zu geben. Ich nehme auf jeden Fall jetzt die Farbe Crystal, das ist der hellste Ton aus der Palette und dieser ist auch schimmrig und den setze ich so ein bisschen unter die Augenbraue. Und dann nehme ich noch den dritten Pinsel, das ist die E28 und das ist eben auch ein Blendepinsel, der aber ein bisschen spitz nach oben zuläuft. Ich zeige euch da neben die E23, also den ersten Pinsel, den ich verwendet habe. Das war eben ein sehr, sehr fluffiger Pinsel und dieser ist eben spitz zulaufend und ein bisschen kleiner. Und damit gehe ich in die Farbe Wine and Dine oder Wine and Dine. Ein wunderschöner rot-pinker Ton. Eine ganz, ganz tolle Farbe und diese setze ich in den äußeren Teil und ziehe das Ganze eben auch so ein bisschen nach außen, nach oben und ein bisschen in die Lidfalte und konzentriere mich aber mit der Farbe wirklich im äußeren Bereich. Und ihr könnt vielleicht sehen, das ist so ein Rot-Pink. Eine ganz, ganz schöne, schöne Farbe. Und das Tesafilm hilft natürlich jetzt auch dabei, das eben so in diesem Dreieck aufzutragen. Gehe dann in die Farbe Teddybär. Das ist dieser dunkle Braunton, der aber so einen ganz leichten rötlichen Einschlag hat. Und den setze ich auch nochmal hier ins äußere V. Und dunkel das so lange ab, bis mir das gefällt. Dann nehme ich einen normalen Lidschattenpinsel, in meinem Fall jetzt von Essence, und gehe dann in die Farbe So Jelly. Und da könnt ihr auch sehen, den habe ich schon gut benutzt. Das ist ein wunderschöner, changierender Rosé-Ton. Eine ganz, ganz tolle, tolle Farbe. Und den gebe ich auf das komplette bewegliche Lid. Und zu guter Letzt gehe ich nochmal in die Farbe Cranberry Splash. Das ist dieser wunderschöne, schimmernde Rotton. Mit dem gleichen Pinsel ruhig und gehe da so ganz leicht rein und gebe das hier auf den äußeren Bereich. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ich will das Ganze nicht zu dramatisch haben. Obwohl das wahrscheinlich für einige schon ganz schön dramatisch ist. Eben nur so ein bisschen. Dann gehe ich nochmal mit dem Finger in die Farbe So Jelly und tupfe den nochmal ein bisschen nach, weil der mit dem Finger noch strahlender rüberkommt. Und dabei belasse ich es dann auch. Für den Innenwinkel werde ich ein anderes Produkt nehmen, das werdet ihr aber später erst sehen. Mache ich weiter und zwar habe ich einen neuen Eyeliner und zwar von Essence, den Cushion Eyeliner. In der Farbe 01 Black. Und auch diesen habe ich natürlich schon benutzt und ich kann euch sagen, der ist super schwarz und super flüssig.
eigentlich so, wie ich mir vorgestellt habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es doch, wenn man so lange Zeit eigentlich eher Gel-Eyeliner benutzt hat, dann ist es ganz schön schwierig, mit so einem richtig flüssigen Eyeliner zu arbeiten. Man muss halt wirklich extrem aufpassen, dass man nicht mit dem Pinsel irgendwo gegenkommt, weil sonst hat man wirklich gleich einen richtig schwarzen Fleck und den kann man kaum ausbessern. Ich werde jetzt einen Pinsel von Lukas nehmen, und zwar einen Rot-Taclon-Pinsel in der Bezeichnung 0. Also ein sehr, sehr feiner Eyeliner-Pinsel aus synthetischen Härchen. Und dieser Cushion-Eyeliner, ja, hat eben dieses Schwämmchen. Das ist dann echt richtig schwarz und nass und flüssig und krass. Und ich hoffe, dass ich jetzt damit einen einigermaßen feinen Eyeliner-Strich hinbekomme, ohne jetzt voll zu patzen. Und ich hoffe, dass ihr was sehen könnt. Was ich euch schon sagen kann, ist, dass der Pinsel ganz, ganz schnell richtig hart wird. Also man muss sich tatsächlich ein bisschen beeilen, weil man sonst echt noch einen anderen Pinsel nehmen muss. So, und das ist jetzt garantiert nicht der perfekteste Eyeliner-Strich, aber ich will euch damit jetzt auch nicht langweilen. Ich denke, auf die Schnelle ist das okay. Ich werde jetzt schnell das andere Auge machen und dann melde ich mich gleich zurück. So, und wie es dann halt so ist, das andere Auge ist dann ein bisschen anders und dann muss man das doch wieder ein bisschen dicker machen. Wie gesagt, nicht perfekt jetzt auf die Schnelle, aber funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man muss halt nur wahnsinnig aufpassen. Mache ich weiter. Ich nehme natürlich meinen weißen Kajal. Und ich werde einen Kajalstift an die untere Wasserlinie geben, und zwar ein Trended Up Contour in Glide Kajal in der Farbe 030. Auch das werde ich jetzt einfach mal eben tun. Dann bin ich mit den Augen soweit durch, muss ich zu meinem Gesicht kommen. Und zwar habe ich auch eine neue Foundation, und zwar von MAC Studio, die Waterweight Foundation, die ich aber in diesem Video nicht benutzen möchte. Ich habe mir die gekauft, weil mir einige unter das Video geschrieben haben von der Face & Body Foundation, probier mal die aus, die ist ähnlich, aber besser. Und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und habe sie mir dann eben bestellt. In der Farbe NW13. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass diese um einiges heller ist als die N1 von der Face & Body Foundation. Farblich passt sie auf jeden Fall um einiges besser zu mir im Moment. Das werdet ihr dann aber in einem Vergleichsvideo sehen. Denn ich wollte erst ein First Impression Video zu dieser drehen, habe es Gott sei Dank nicht gemacht, denn der erste Eindruck wäre super, super gut gewesen. Und ich habe sie jetzt aber schon mehrfach verwendet und auch im Alltag verwendet. Und es gibt einige Sachen, die ich besser finde an dieser, wie an der Face & Body, aber auch andersrum. Also es gibt auch Sachen, die ich besser an der Face & Body Foundation finde. Und ich werde deswegen so ein Vergleichsvideo machen, so eine Hälfte diese Foundation, eine Hälfte diese, damit ihr auch den direkten Vergleich sehen könnt. Zum anderen möchte ich eine Foundation heute verwenden, die um einiges heller ist und deckender auch ist. Und deswegen werde ich heute meine Bourjois Healthy Mix Foundation benutzen, die natürlich ganz schön dunkel ist, aber ich werde sie mischen mit der LA Girl Pro Coverage HD High Definition Foundation. Wie gesagt, ich möchte meine Haut heute ein bisschen heller schminken, was auch einen Grund hat, das werdet ihr dann später sehen. Und davon werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen was anmischen. Und ich mag die Bourjois Healthy Mix Foundation ja super, super gerne. Das wisst ihr, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Und ja, diese HD Foundation, die weiße, ist natürlich super zu mischen und gibt natürlich dann auch noch zusätzlich ein bisschen Deckkraft, was ich eben auch ganz gut finden würde heute. Mal gucken, ob das schon reicht.
Da ich nämlich auch ein neues Puder verwende, was ein bisschen dunkler ist, möchte ich halt, dass meine Foundation ein bisschen heller ist heute. Damit ich so dann eben auch noch rausgehen kann. Und nicht zu dunkel im Gesicht bin. Und ich werde das Ganze heute mit einem Pinsel verteilen, weil ich gerade kein Schwämmchen hier habe. Ich nehme meinen Sculpting Brush von Real Techniques. Schön hell auf jeden Fall. So, jetzt sehe ich so ein bisschen aus wie ein Geist, aber das macht überhaupt nichts. Das werdet ihr auch gleich sehen. Natürlich würde ich jetzt, wenn ich ein ganz helles weißes Puder habe, wäre das zu hell, definitiv. Aber ihr werdet gleich sehen, dass das wunderbar ist, so mit der Farbe. Concealer muss ich noch auftragen, allerdings habe ich keinen neuen. Ich werde heute von Max Factor den Master Touch All Day Concealer verwenden, weil ich ihn habe und weil ich ihn aufbrauchen will. Besonders gut finde ich ihn nicht, das hatte ich schon erwähnt. Und der Pinsel ist ein BH Cosmetics 138 Pinsel. Und dann möchte ich schnell meinen Concealer setten, damit er auch nicht creased. Und dazu nehme ich einfach meinen RCMA No Color Powder und gebe da eben schnell ein bisschen was unter das Auge. Und dann möchte ich natürlich mein Gesicht setten mit einem Puder. Und dazu hatte ich ja eben schon erwähnt, habe ich einen neuen Puderpinsel und zwar von Morphe, den E41. Das ist ein riesiger, fluffiger Puderpinsel. Und ich brauche natürlich auch ein Puder. Und da habe ich auch ein neues. Und ich glaube, das ist tatsächlich das teuerste Produkt, was ich mir jemals gekauft habe. Und zwar ist das dieses Teilchen hier. Das wird unheimlich spiegeln. Und zwar ist das von La Prairie, das Cellular Treatment Loose Powder. Ein Riesenpott. Dieses Puder kostet 88 Euro bei Douglas. Und zugegebenermaßen bekommt man allerdings auch ein bisschen was für sein Geld. Zum einen habt ihr in dieser Packung einmal das Riesendöschen mit 56 Gramm. Unglaublichen 56 Gramm. Und ihr habt dann hier in der Kappe so einen Spatel, womit man eben Produkt rausnehmen kann. Und hier unten ist dann das Puder. Und ihr könnt auch die eine Seite öffnen, um eben komplett an das Puder ranzukommen. Und wofür ist dieser Spatel da drin? Das kann ich euch sagen. Ihr habt nämlich auch in diesem Karton eine kleine Reisegröße, die total dreckig ist. Und zwar so ein kleines Pöttchen mit nochmal 10 Gramm. Das heißt, ihr habt 66 Gramm Puder. Das ist sehr, sehr viel. Natürlich ist das Puder trotzdem sehr, sehr teuer. Allerdings, wenn man es vergleicht mit dem Grammpreis und sich andere teure Puder anschaut, wie zum Beispiel das Chanel Puder, das lose, was ich zum Beispiel nicht mochte, das habe ich früher auch mal gehabt, dann seid ihr auf jeden Fall mit dem Grammpreis mit diesem Puder günstiger. Auf jeden Fall habt ihr hier noch so eine kleine Dose drin, eben auch mit einem kleinen Puder-Puff. Und dann ist hier unten eben das Puder. Und das könnt ihr eben auch verschließen. Also das ist wirklich ganz praktisch, wenn man das mitnehmen möchte. Und zum Befüllen habt ihr eben dann diesen Spatel da drin, damit ihr diese Reisegröße auch befüllen könntet, wenn ihr wollen würdet. In dem großen Pott ist natürlich dann auch noch so eine Velour-Puder-Quaste. Und ja, ich werde das Ganze jetzt aber mit einem Puderpinsel auftragen und gehe hier eben rein. Und natürlich werde ich zu diesem Puder später ein gesondertes Video machen und dann eben ein Review dazu machen, ob sich dieses Puder für 88 Euro
wirklich lohnt oder nicht. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Puder drauf. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich heute eine hellere Foundation trage. Denn ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das Puder, es ist die Farbe 1 Translucent, soll also transparent sein. Aber dieses Puder hat Hautfarbe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich glaube, über die Kamera kommt das relativ weiß rüber. Aber es hat definitiv ein bisschen Farbe drin. Und ich habe das Puder mit meiner normalen Foundation-Mischung, wie ich das sonst immer so mache, aufgetragen. Und dann war ich viel zu dunkel im Gesicht. Also mache ich das jetzt so und werde das jetzt einfach mal... ins Gesicht geben. Das Puder riecht wie alle La Prairie Produkte. La Prairie steht ja für sehr hochpreisige Kosmetik, eben im Anti-Aging-Bereich. Ich hatte davon vor einigen Jahren mal ein Gesichtswasser, was eben genauso roch. Und das ist ein starker Geruch, aber angenehm. Also ich finde den nicht unangenehm, den Duft. Das riecht einfach teuer. Also wenn man schon mal an La Prairie Produkten gerochen hat, dann ja, riecht einfach teuer, kann ich nicht anders beschreiben. Und vielleicht könnt ihr sehen, dass ich jetzt tatsächlich ein bisschen dunkler bin. Und deswegen eben die hellere Foundation. Ich meine, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich bin kein Freund von Pudern, die eine Farbe haben. Das habe ich schon öfter erwähnt und das sehe ich auch immer noch genauso. Aber jetzt habe ich natürlich dieses Puder und möchte es auch verwenden. Und wenn man das natürlich weiß, ja gut, dann kann man sich die Foundation eben ein bisschen heller anmischen und dann ist gut. Aber optimal ist das natürlich nicht. Und warum habe ich mir dieses Puder gekauft? Das möchte ich euch auch noch kurz sagen. Vielleicht habt ihr das Video von Tati gesehen, Glam Life Guru. Sie hat das, glaube ich, vor 8-9 Monaten gemacht. So ein WTF-Video zu diesem Puder. Sie mochte das Puder sehr gerne. Das war aber nicht der Grund, warum mir das Puder nicht aus dem Kopf gegangen ist, sondern ich habe bei einer anderen YouTuberin, die eben auch trockene Haut hat, weil Tati hat ja eher Misch- bis ölige Haut und ich habe ja eher trockene Haut und diese andere YouTuberin hatte eben auch trockene Haut und hat von diesem Puder in den höchsten Tönen geschwärmt und das beste Puder, was sie jemals hatte. Und mir ist dieses Puder einfach nicht aus dem Kopf gegangen und dann gab es bei Douglas jetzt ja diese Aktion irgendwie, wenn man... zwei Produkte gekauft hat, dann bekommt man das zweite Produkt 40% günstiger. Irgendwie so eine Aktion gab es. Und dann dachte ich mir, okay, wenn, dann jetzt. Natürlich ist das das teurere Produkt. Darauf habe ich die 40% natürlich nicht bekommen. Aber man konnte zusätzlich noch diesen 10% Gutschein eingeben. Und dann dachte ich mir, okay, entweder jetzt oder nie. Und ich finde das Puder sehr, sehr spannend. Hinterlasst mir mal Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert oder ob ihr sagt, nee, so ein teures Puder... niemals im Leben. Ganz ehrlich, ich bin, was solche Produkte angeht, sehr, sehr kritisch, weil ich mir eben auch denke, muss ein Puder wirklich so teuer sein? Kann das irgendwas anderes, was günstigere Puder nicht können? Gut, ich dachte mir jetzt, okay, ich möchte es ausprobieren, also mache ich es einfach. Und ja, ich werde auf jeden Fall ein gesondertes Video dazu machen, wenn es euch denn interessiert. Dann möchte ich natürlich mein Gesicht noch ein bisschen aufwärmen, ein bisschen Bronzer auftragen und auch da habe ich ein neues Produkt. Und zwar von Bare Minerals gibt es jetzt Bronzer, die sich nennen Invisible Bronze. Diese sehen so aus, spiegelt natürlich unheimlich, ist eine eckige Verpackung. Ich habe mich für die hellste Farbe entschieden und zwar die Farbe Fair to Light. Und das ist ein gebackener Bronzer und ihr könnt vielleicht erkennen, es ist eine sehr, sehr helle, schöne Farbe tatsächlich. Eine ganz, ganz zarte Textur und zugegebenermaßen ein bisschen staubig. Also, ich zeige euch das jetzt mal. Hier ist jetzt unheimlich viel Produkt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr diese Krümel erkennen könnt. Aber wenn ich jetzt puste, dann staubt das wie verrückt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr fein gebackener Bronzer. Ganz, ganz zart und leicht von der Textur.
Ich mag solche Texturen. Ich habe ja auch das Powder Duo von Bare Minerals und auch das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Es gibt aber auch Leute, die diese Textur nicht mögen. Also das nur mal am Rand. Die Farbe ist wirklich wunderschön und ich habe das Gefühl, der ist nicht hundertprozentig matt. Der ist jetzt zwar nicht super schimmrig, aber so einen ganz, ganz leichten Schien gibt der eben schon. Auch wenn ich hier so reingucke, sehe ich das. Ich werde ihn jetzt einfach mal auftragen und zwar mit einem Real Techniques Blush Brush und rühre da drin um und dann habt ihr wirklich sehr, sehr viele Krümel und ich habe so das Gefühl, ich müsste einen anderen Pinsel verwenden und ich hoffe, dass die Pinsel, die ich mir eben noch bestellt habe, die kommen, dass da ein passender Pinsel bei ist, mit dem ich einfach das Produkt ein bisschen besser aufnehmen kann. Und vielleicht könnt ihr sehen, jetzt bin ich auf keinen Fall zu weiß. Also das Puder hat tatsächlich viel Farbe. Und ich hoffe, ihr könnt den Bronzer so ein bisschen erkennen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich habe jetzt schon verschiedene Pinsel probiert und ich habe das Gefühl eben, mit diesem funktioniert das jetzt ganz gut, aber wie gesagt, unheimlich staubig und ich hoffe einfach, dass das mit einem anderen und ich hoffe, ihr könnt die schöne Farbe sehen. Auf jeden Fall ein schöner Bronzer. Mag ich. Und ja, das ist wie gesagt die Farbe Fair to Light. Warum ich mir den gekauft habe, liegt einfach daran, ich hatte überlegt, ob ich den Hoola Light Bronzer haben möchte, der ja jetzt bald rauskommt. Aber ich habe tatsächlich schon sehr viele gemischte Reviews dazu gehört, weil es tatsächlich welche gibt, die sagen, dass der Hoola Light ein bisschen zu gelbstichig ist. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich zum Beispiel den Too Faced Chocolate Bronzer, den Milk Chocolate Bronzer, zu gelb fand einfach und der sieht bei mir dann komisch aus. Also Bronzer, die zu orange sind, gehen bei mir nicht und Bronzer, die zu gelb sind, gehen bei mir auch nicht. Dann mag ich lieber Bronzer, die eher ins Rötliche gehen tatsächlich. Also es muss ja auch irgendwie zum Hautunterton passen. Und deswegen dachte ich, okay, dann lasse ich den Hoola Light weg, warte, bis der in Läden kommt, dass ich ihn wirklich live sehen kann und swatchen kann und dann entscheiden kann, ob ich den doch noch haben möchte oder nicht. Aber dann habe ich eben den gesehen und den fand ich super interessant und spannend und wie gesagt, ich mag ja gebackene Texturen unheimlich gerne, das wisst ihr und deswegen durfte der eben mit. Dann brauche ich kurz einen Rouge, da habe ich jetzt nichts Neues. Ich werde heute einfach mal von Hourglass mein Ambient Lightning Blush in der Farbe Radiant Magenta benutzen. Das ist dieser hier, den habt ihr auch schon des Öfteren bei mir gesehen. Und diesen werde ich einfach auftragen mit einem BH Cosmetics 125 Pinsel und gehe da nur ganz, ganz leicht rein. Der ist unheimlich stark pigmentiert und ich möchte nur ein ganz bisschen Frische auf den Wangen. Und mit diesem Blush kann das ganz schnell passieren, dass man zu viel hat. Und dann brauche ich natürlich noch einen Highlighter. Und auch da habe ich einen neuen Highlighter. Und zwar mit einer super holographischen Verpackung. Vielleicht habt ihr den schon gesehen. Das ist ein Becker Highlighter, ein Shimmering Skin Perfector Pressed in der Farbe Prismatic Amethyst. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich habe noch keinen Becker Highlighter, was einfach daran liegt, dass ich mir immer schon dachte, dass mir die Textur wahrscheinlich nicht gefallen wird, dass das wahrscheinlich eher so eine dicke Textur ist, die dazu eher neigen wird, die Fältchen und Poren zu betonen. Und so ein Becker Highlighter kostet über 50 Euro, wenn man das umrechnet mit Verpackung, Versand, hast du nicht gesehen. Deswegen muss man sich schon gut überlegen, finde ich, ob man so einen wirklich haben möchte oder nicht. Und ich war ja dann auch bei Jana in Berlin und konnte dort einige Becker Highlighter swatchen und auch ausprobieren und die Jana jetzt hatte, waren mir alle zu warm und zu goldig. Das ist einfach nicht mein Ding. Und dann gab es ja vor einiger Zeit den Rose Quartz, der ja auch limitiert war.
Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr lange überlegt, ja, nein, ja, nein. Habe mich letztendlich für Nein entschieden, habe die Entscheidung auch nie bereut. Und dann gab es aber ein Bild von diesem hier, und zwar, wie gesagt, dem Prismatic Amethyst. Und der hat eben auch diese super hübsche Verpackung, die so ein bisschen an ein UFO erinnert und dann ja, auch relativ schwer ist, was man auch erwarten kann, finde ich, für den Preis, eine vernünftige Verpackung. Und ja, das gute Stück sieht dann so aus. Und ich glaube, so in der Kamera kommt der nicht so rüber, wie er wirklich ist. Hier sieht er einfach nur weiß aus. Er soll holographisch sein. Ich finde, das ist er nicht wirklich. Zumindest nicht, wenn man ihn ja so sieht, finde ich. Und er ist sehr violett. Also bei mir kommt der extrem violett rüber. Ich weiß nicht, ihr seht wahrscheinlich jetzt nur so einen weißen Streifen. Und der, bei mir kommt der unheimlich rosa-violett rüber. Aber wir werden ihn jetzt mal auftragen. Ich muss sagen, von der Textur bin ich bei diesem positiv überrascht. Ich glaube aber auch, dass diese Textur etwas anders ist wie bei den originalen Becker Highlightern. Ich glaube, die sind noch um einiges dicker. Und ich meine mich zumindest daran erinnern zu können, dass die ein bisschen dicker und ein bisschen cremiger, grober sind, so von der Textur. Also die Textur finde ich gut bei diesem Highlighter. Wir werden ihn jetzt mal auftragen, und zwar mit einem neuen Pinsel, und zwar dem Morphe Y14. Das ist so einer aus dieser goldenen Edition, also es gibt so eine komplett goldene Pinselreihe von Morphe. Und mit diesem werde ich jetzt mal diesen Highlighter eben auftragen. Und ich hoffe, ich erwische nicht zu viel. Ich gebe auch ein bisschen was an die Augenbraue und auch darüber hinaus so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den jetzt ja schon einmal verwendet in diesem anderen Video, was ich eben schon gedreht hatte. Und ich bin mir noch nicht sicher, hundertprozentig, ob ich den mag oder nicht. Denn ich finde den ganz schön violett. Also bei mir kommt der tatsächlich, extrem rosa-violett rüber. Und ich weiß nicht, ob ich das so im Alltag tatsächlich so tragen würde. Weil ich den echt ganz schön krass finde. Gar nicht mal vom Schimmer oder vom Sheen, vom Glow, finde ich den ganz schön dezent. Aber die Farbe ist einfach sehr extrem, finde ich. Und wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, ob ich das so im Alltag mag. Trotz alledem ist es auf jeden Fall ein schöner Highlighter. Ja, von der Textur bin ich, wie gesagt, positiv überrascht. Ich werde mir jetzt ein bisschen von dem Highlighter auch in den Innenwinkel geben, weil der farblich eben ganz gut passt. Und ich habe gehört, dass man diesen Highlighter auch mit Fix Plus zum Beispiel anmischen kann und dann so einen fliederfarbenen Eyeliner damit machen kann. Also ja, vom Schimmer muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, nachdem ich dann aber einige Reviews gesehen habe, wo schon einige gesagt haben, dass der relativ dezent ist und auch alltagstauglich ist, da hätte ich mir halt ein bisschen noch schierer vorgestellt, also nicht so extrem violett. Dann werde ich kurz meine Augenbrauen machen. Da ich kein neues Augenbrauenprodukt habe, werde ich das jetzt auch ohne Kamera machen. So, dann muss ich natürlich noch meine Wimpern tuschen, und da habe ich zumindest ein neues Pröbchen, und zwar bei meiner Douglas-Bestellung gab es eben ein paar Pröbchen. Unter anderem von Douglas eine Volume-Mascara. Und diese hat ein Riesenbürstchen, was ich persönlich ja schon mal nicht so gut finde. Aber ich werde sie jetzt einfach mal verwenden und gucken, was sie so macht. Und da habe ich sofort gepatzt, sofort schwarze Punkte oben. Ich kann einfach mit so großen Wimpernbürstchen mit denen kann ich einfach
nicht umgehen. Ja, da auch schon gepatzt. Fällt bei mir durch. Mag ich nicht. Gleich ab in den Müll. Ich benutze jetzt von L'Oreal die Fall Superstar X-Fiber Mascara. Nehme aber nur den ersten Schritt, weil ich den besser finde als den zweiten. An den unteren Wimpernkranz werde ich vom P2 die Skinny Mascara verwenden. Ich werde erstmal kurz meine Lippen umranden, und zwar nehme ich dazu von NYX einen Lip Liner in der Farbe Natural, um eben ganz leicht meine Lippen schnell zu umranden. Das mache ich auch mal eben ohne Kamera. Und für die Lippen habe ich zwei neue Produkte. Zum einen von Ofra ein Long Lasting Liquid Lipstick, und zwar in der Farbe Pasadena. Und dieser sieht so aus. Und das ist eine wunderschöne Farbe, die zugegebenermaßen ein wenig dunkler ist, als ich dachte von den Swatches, die man so online gesehen hat. Allerdings trotzdem für mich eine wunderschöne Farbe, auch für den Alltag, weil diese Farbe ist nicht zu rötlich, nicht zu braun. Und hat noch so einen ganz leichten Mauve-Einschlag mit drin, was ich persönlich wunderschön finde. Ich habe diesen jetzt schon im Alltag getragen und farblich ist er echt super. Zur Haltbarkeit und so weiter werde ich später auf jeden Fall berichten, dann muss ich einfach noch länger testen. Diesen werde ich heute aber jetzt nicht verwenden, sondern diesen hier. Und zwar von Kat Von D, ein Everlasting Liquid Lipstick. Und zwar in der Farbe Ludwig. Das ist einer von den neuen Farben, die eben Kat Von D rausgebracht hat. Und ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall die schönste Farbe von den 6 oder 7, wie viel es da auch immer gibt. Und dieser sieht so aus. Ich habe schon einen Kat Von D Liquid Lipstick. Und zwar die Farbe Bow and Arrow. Und dieser ist mir allerdings zu warm, der andere. Diese Farbe ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Ich trage den jetzt einfach mal auf. Und das, obwohl meine Lippen super trocken sind im Moment. Wenn er getrocknet ist, ist das wirklich eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Und da bin ich auf jeden Fall ganz glücklich mit. Ich dachte erst so, als ich den gesehen habe, dachte ich, oh nein, schon wieder so warm. Aber der trocknet sehr, sehr schön neutral, würde ich sagen, dann an. Ja, dann sind wir eigentlich soweit mit dem Gesicht durch. Gibt es noch ein neues Produkt, was ich noch testen kann, und zwar von Essence. Das Instant Matte Make-up Setting Spray. Da hatten mir einige geschrieben, dass das einige von euch benutzen. Und Jana hatte mir das netterweise besorgt, weil es das in meinem DM nicht gab. Und ich habe das jetzt schon einmal verwendet und fand das gar nicht gut beim ersten Mal. Denn ich weiß nicht, ob mein Sprühkopf kaputt ist, aber ich muss unheimlich nah ans Gesicht rangehen, dass ich überhaupt merke, dass ich was im Gesicht habe. Also der Sprüher scheint nicht so optimal zu sein. Man muss das schütteln. Und ja, da kommt schon was raus. Also wie gesagt, ich glaube, mein Sprühkopf ist kaputt. So kriege ich nämlich gar nichts ab zum Beispiel. Und ich bin es einfach gewohnt, mit diesem Setting Spray wirklich so ein Stück von meinem Gesicht wegzugehen. Und mit diesem muss ich wirklich voll nah ran. Damit ich überhaupt was abkriege. Und ich hatte letztes Mal das Gefühl, als ich das aufgesprüht habe, und jetzt ist hier alles nass. Also ich glaube wirklich, mein Sprühkopf ist kaputt, weil ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Und meine ganze Hose ist jetzt nass, stelle ich gerade fest. Und mein Gesicht ist eigentlich relativ trocken. Ich hatte aber letztes Mal das Gefühl, als ich das verwendet habe, beim ersten Versuch, das Video zu drehen,
dass ich danach mehr geglänzt habe wie vorher. Also, dass mich das überhaupt nicht mattiert hat. Deswegen, also, trotzdem werde ich es testen. Ist natürlich nicht ganz so schlimm. Bei so einem günstigen Produkt kann man das mal verkraften. Wäre natürlich schade, wenn das Produkt dann halt nicht so gut abschneidet, weil man es halt nicht so gut ins Gesicht bekommt. So, und dann bin ich fertig soweit. Ich hole euch noch mal ein bisschen näher. Dass ihr noch mal den Highlighter sehen könnt und das Augen-Make-up. Ich stehe im Moment wirklich total auf dieses rötliche Rosa. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses super, super lange Video gefallen hat und dass vielleicht auch ein paar bis zum Ende dran geblieben sind. Und hinterlasst mir sehr gerne Kommentare, über welche Produkte möchtet ihr mehr erfahren. Wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.